Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung TELG Deutsch A2. Wir sind Ihre Prüfer bzw. Prüferin. Das ist mein Kollege Mustafa Çika. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dorothee Thomas. Die Prüfung hat 3 Teile. Im ersten Teil sollen Sie sich vorstellen. Ich mache Ihnen das mal vor. Mein Name ist Dorothee Thomas. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Aschaffenburg. Ich spreche ein paar Sprachen mehr als Deutsch, Englisch, Farsi und ein bisschen Italienisch. Ich bin Deutschlehrerin von Beruf. Meine Hobbys sind Reiten und Laufen. Ja? Und so können Sie jetzt auch fortfahren. Bernadette, fangen Sie bitte an. Danke. Mein Name ist Bernadette. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Ungarn. Jetzt ich wohne in Großostheim. Ich spreche Ungarisch, Rumänisch, Englisch, jetzt ein bisschen Deutsch und ein bisschen Spanisch. Ich bin Studentin von Beruf und meine Hobbys sind Lesen und Blumen zeichnen. Oh, interessant. Vielen Dank. Bojana. Hallo, mein Name ist Bojana. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Albanien. Ich wohne in Aschaffenburg. Ich spreche Englisch, Französisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Rechtsanwältin vom Beruf und meine Hobbys sind Lesen und Schwimmen. Mhm. Sie sind Rechtsanwältin vom Beruf. Möchten Sie in Ihrem Beruf auch arbeiten hier in Deutschland? Am Moment, ich finde, das ist nicht einfach, weil ich muss sehr gut Deutsch lernen. Mhm. Später vielleicht kann ich das machen. Mhm. Ich hoffe. Wie lange lernen Sie jetzt Deutsch? Die zweite Niveau. Ein Jahr. Ein Jahr, aha, ja. Okay. Mhm. Bernadette, Sie haben gesagt, dass Sie Studentin sind. Was studieren Sie nochmal? Ich studiere Psychologie. Mhm. Das ist mein letztes Jahr und ich bin fertig mit meinem Bachelor. Mhm. Und Sie studieren in Ungarn? Ja. Nein. Mhm. Dankeschön. Das war der erste Teil. Wir machen nun weiter mit dem zweiten Teil. Hier sollen Sie sich gegenseitig Fragen stellen zum Thema Wohnen. Helfen können Ihnen dabei diese Fragekärtchen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel vor. Hier habe ich das Kärtchen Wo. Wo wohnen Sie, Bernadette? Ich wohne in Großostheim. Genau, ne? So funktioniert das. So, Sie dürfen sich jetzt 3 Kärtchen aussuchen. Jeweils 1 mit einem Joker, also ein Fragezeichen, und 2. So. Genau. Bojana, Sie beginnen, Sie stellen eine Frage, Bernadette antwortet und dann formuliert Bernadette eine Frage. Okay. Mit wem wohnst du? Ich wohne mit meinem Lebenspartner. Wie dekorierst du deine Wohnung zum Weihnachten? Ich habe den Weihnachtsbaum gemacht und ich habe viele rote Blumen aus dem Regal. Mhm. Wie findest du deine Wohnung? Ich finde meine Wohnung sehr nett. Mhm. Und freundlich. Wie oft putzt du deine Wohnung? Ich putze meine Wohnung fast jeden Tag. Mhm. Was gefällt du in deiner neuen Wohnung? Mein Büro. Mhm. Ich habe neue Möbel. Mhm. Und das gefällt mir sehr. Jetzt haben Sie noch eine Frage, Bernadette. Seit wann wohnst du hier? Ich wohne hier seit 1 Jahr und 6 Monaten. Okay, vielen Dank. Das war der zweite Teil. Können wir die Karten wieder zurückgeben? Und jetzt kommen wir zum dritten Teil der Prüfung. Hier sollen Sie gemeinsam etwas planen. Und zwar wollen Sie ein Geschenk für eine Bekannte kaufen. Und Sie haben aber jeder einen anderen Terminkalender. Den gebe ich Ihnen mal bitte. Und jetzt überlegen Sie, ob Sie einen passenden Termin finden, in dem Sie gemeinsam in die Stadt gehen können.
Sie können anfangen, Bernadette. Wird telefoniert, oder? Ihr telefoniert. Trefft euch. Hallo. Hallo, Bernadette. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Ich wollte dir fragen, wann können wir das Geschenk für unsere Freunde Maria einkaufen? Morgen um 8 Uhr? Nein, das geht nicht für mich. Ich kümmere mich um meine Tochter. Ah. Vielleicht um 11? Nein, um 10. Ah, es tut mir sehr leid. Um 10 Uhr, ich bin mit meinem Kind zum Zahnarzt. Sie können auch Vorschläge machen, okay. Juliana. Kannst du um 5 Uhr Nachmittag? Das geht nicht. Ich habe einen Termin beim Zahnarzt dann. Ah, es tut mir sehr leid. Ich habe keine mehr Zeit. Die ganze andere Uhr sind voll. Ich muss um 6 Uhr im Theater mit Marin und Thomas gehen. Um 7 Uhr? Ah, es ist um früh. Um 7 Uhr die City Gallery ist nicht noch geöffnet. Vielleicht. Und du hast gar keine Zeit? Ja, es tut mir sehr leid. Vielleicht kannst du unsere Freundin sagen. Vielleicht wir sagen, was wir kaufen und vielleicht sie hilft uns. Und vielleicht übermorgen. Okay, wir sprechen dann. Treffen wir übermorgen. Okay. Und telefonieren wir vorher. Okay. Tschüss, Bernadette. Okay, ja, wenn ihr. Tschüss. Vielen Dank. Das war der dritte Teil und auch schon das Ende der Prüfung. Sie erfahren die Prüfungsergebnisse in ein paar Wochen von uns per Post.